Hallo Rätselfreunde, willkommen zurück zu Creaks. Wir machen jetzt in der Vorabendrunde ein klein wenig weiter mit der Rätselei der Ebenen. Und ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier lösen können. Oder halt dann... Oder nicht. Ah, so. Jetzt geht's weiter. Irgendwie ist mir ein bisschen warm. So, okay. Ja. Ah, hallo Agnes, ich grüße dich. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Okay, ja, mach das. Sehr schön. Danke für die Bewertung. Ja. Und ich habe ja in Discord ein paar tolle Trailer reingestellt, die ich eigentlich nur beim Blättern durch Zufall entdeckt habe. Denn ich wusste gar nicht, dass eine Präsentation da war, sonst mache ich ja dann meistens immer einen Stream dazu, aber anhand der Zeiten ist das irgendwie alles so seltsam gewürfelt und das ist nicht so toll wie vorher. Naja, aber das waren die, die ich auf jeden Fall interessant fand. Und der einzige Nachteil ist, naja, ist natürlich für die blaue Seite, nicht für die grüne. Ja, aber die Box hätte das locker gestemmt, die Spiele. Nun ja. Auch das eine Spiel Deathloop von Arkane Studios, die Dishonored gemacht haben, müssen wir natürlich auf der grünen Seite ein Jahr länger warten. Danke Sony, könnt ihr euch bedanken. Vorteil natürlich, die ganzen Updates sind dann durch und das läuft dann fantastisch. Ja, denn nicht nur für die PlayStation 5 gibt es dann noch eine Pro-Version. Ja, und auch die Box geht dann in die nächste Generationsrunde. Und hoffentlich dann eine Weise, vielleicht bin ich ja dann auch dabei. Das werden wir natürlich alles sehen. Mir auch in meinen Kopf platzt gleich, oh, lass man das nicht zu, dass das passiert. Also ich finde es sehr gut, wenn es schön warm ist, aber so ein ekliges Klima, bah, sind wir in der falschen Klimazone. Ja, wir sind hier das letzte Mal angekommen und haben schon ein bisschen ausprobiert und haben aber gemerkt, dass das irgendwie gar nicht so gut funktioniert. Ja, wir haben hier wie gesagt diese Leitern, das Licht scheint eine Ebene hier durch, wir haben den Schalter, wir können mit unserer neuen Fähigkeit das hier öffnen mit den Ebenen und ganz unten links, wo der andere Hund ist, geht es dann weiter. Man kann es ein bisschen sehen, ich kann auch ein bisschen reinzoomen, was ich eine coole Sache finde, um nochmal ein bisschen genauer zu schauen, dass wir nichts übersehen. Ja. So, okay. Wollte auch gerade sagen, hat doch auch einen Vorteil, dürfte dann weitaus weniger Bugs und ähnliches sein, ja. Hier regnet es und es donnert immer wieder mal, ja. Scheint sich gut zu ziehen hier. Ne, warte mal. Okay. Ja. Tja.
Also auf jeden Fall müssen wir die dann irgendwie zusammenbekommen. Und wir haben ja hier diese... Ja, warte, ich kann ja springen. Das Licht muss an sein. Und das auch von den beiden. So dass ich dann hier runtergehen kann. Nach links und dann nach unten. Ja. Schön, eine Woche Urlaub. Achso, was nächste Woche jetzt, ne? Oder? Je eine Woche. Urlaub. Tagesstätte. Urlaub, Tagesstätte, Urlaub mit der Tagesstätte. In dieser Reihenfolge. Ach so. Ah, okay. Okay. Ein Wechsel drin. Ich merke gerade, wie mich die Lust gerade total verlässt. Ich habe gerade null Lust zu spielen. Oh Mann, ey. Mal gucken, ob wir den hier ein bisschen hierher locken können. Ah, der stoppt ja vorm Licht, genau. Aber ich kann hier nicht runter. Genau, hier ist nämlich zu. Ich kann nur mal hochklettern. Und hier kann ich nochmal das Licht steuern. Aber beim Antippen bis dahin. Und dann wieder bis hierhin. Ach genau, es fährt ja immer zwischen den Punkten. Da oben kann man das sehen. Naja. So, und jetzt kann ich mal hier... So, jetzt ist er hier eingesperrt. Der kommt jetzt auch nicht hier ran. So eine Lampe, die du ohne Schalter an- und ausmachen kannst. Nein, das ist nicht so eine. Die Option, die ich dazu habe, ist nur hier dieses Bücherregal hoch und runter zu fahren. Weil da oben ist dieser grüne Smaragd und das geht nur hoch und runter. Die Lampe ist an und geht nur mit dem Schalter zu steuern, links und rechts. Das geht nicht, ja. Okay, dann ist Mensch. Ja, ja, na klar. So,
What? Schriftrollen? Finde diesen Geheimraum. Oh, da bin ich aber jetzt nur durch Zufall. Wow, habe ich das letzte Mal gar nicht gefunden. Cool. Aha, dann können wir hier rumgehen. Ja, schauen wir mal, was das Bild macht. Oha, das sieht aber interessant aus. Das Gesicht zumindest von vorn. Na gut, die war jetzt nicht viel Bewegung. Ja. Vielleicht ein bisschen von der Seite. Aber sonst, da unten war ein Frosch. Schön gemalt. Das ist denn hier. Ach, da ist ja eine. Genau, hier ist ja diese Trittfläche. Das müssen wir vielleicht ins Rätsel mit einbauen. Jetzt ist das Licht auch da an. Ich weiß nicht, ob man erstmal den hier machen kann, den linken. Na gut, der kommt jetzt eh nicht her. Oder kann nicht hierher. Lampe auf die Blechbüchse und dann mal ein Stückchen weiter. Ja, ich versuche das ja irgendwie einzusperren, aber dann muss ich erstmal die Lampe. Moment mal, ich muss ja eigentlich. Das geht eigentlich nur von einer Seite. So, wenn ich dann hier stoppe. So. Ja, das geht. Jetzt kann ich hier. Das müsste eigentlich gehen. Huiuiui. Okay. Also wenn man das so hat, dann kann ich hier runtergehen und bleib geschützt. So viele Schriftrollen, Wahnsinn. Hoffentlich steht was Gutes drin.
So. Der muss dafür sorgen, da zu stehen, dass ich dort runterkomme. Das hochnehmen. Achso, dann muss ich das natürlich noch ein Stück rüber. Das bleibt noch im Licht, okay. Ja, da muss er ein bisschen weiter rüber kommen. Vielleicht müsste man das auch tauschen komplett, aber wie soll das gehen mit dem anderen? So. Uah. Also er sieht mich ja jetzt die ganze Zeit. Mal überlegen. Normalerweise müsste er auf der anderen Seite stehen. Wie soll man denn das machen? So, gehen wir mal zu dem Punkt da oben. Ja, das reicht nicht. Ja, was steht da draußen? Da kann er auch nicht drüber springen. Ist ja merkwürdig. So. Ja, der stoppt ja hier. Moment mal, ich nehme mal das Licht weg. Ach, shit. Oh. Mm-hmm.
Ja, die Richtung geht, aber. Der müsste lang genug bleiben. Aber wenn ich hier links hochgehe, ist das ja kürzer. Dann kommt der nicht bis an diese Stufe. Sehr gut, ich gemacht. Ja, der stoppt genau hier. Das Blatt Papier, das schwebt im Raum. Oder hier muss man vielleicht dann schnell genug sein, dass der eine Weile bleibt und wir rennen direkt runter. Aber umwandeln wäre natürlich noch besser. Da müsste wirklich beim Bellen. Eine Weile bleiben, ja. Ach, ich habe ihm heute was vom Asiaten gegönnt. Oh, das ist gut. Was Frisches, Gesundes. Hast du denn geholt? Ich hoffe, du hast mit Stäbchen gegessen. Mann, dieser. Blöde. Ja, das ist ja immer Punkt für Punkt. Ich darf nicht weiter zurück. Hähnchenkross mit Nudeln in Orangensüß-Sauersoße. Oh, das klingt gut, ja. Nee, dann wäre ich ja verhungert. Asiatische Speisen musst du immer mit Stäbchen essen. Aber verhungern soll es natürlich nicht. Das ist immer eine ordentliche Portion. Du bist bestimmt richtig satt geworden. Kannst du noch nicht? Erster Schritt, Stäbchen holen. Oder mitnehmen. Ich glaube, du kannst auch welche mitnehmen, ja, wenn du das holst. Dieser blöde Hund, ey. Okay, also wenn ich das hier hinschiebe, ist
Das sichert, dass es wieder leer. Der hier geht aber nicht rüber, damit das anbleibt, so wie es jetzt ist. Aber ich muss den ja irgendwie hierher kriegen. Dass der im Normalfall so lange bellt. Oder ich könnte es noch ein Stück verschieben. Stopp, genau. Und dann müsste ich mich halt beeilen, nach unten zu gehen. Ach, das war blöd. Fehlt mir eine Drehbewegung im Arm, um das zu lernen. Hab's wiederholt versucht zu lernen. Ah, okay. Ja, okay. Es gibt ja dann auch so größere Stäbchen. Vielleicht geht das dann besser. Kannst du eigentlich dann die Drehbewegung sparen. Das mit dem Stück für Stück habe ich dir vorhin schon vorgeschlagen. Ja. Ich weiß. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Verdammte Scheiße. Man kann das auch nicht für die andere Seite machen. Genau, der rennt bis hierhin. Ich würde sogar verhungern, wenn man mich zwingen würde, Gabel oder Löffel richtig zu halten. Dann hättest du das immer gedreht, oder? So. Wirklich, es fällt dann alles runter. Oha. Na, das ist natürlich nicht gut. Eher so wie kleine Kinder es halten. Ah, okay. Also in einer Faust, ja. Für besseren Griff. Oder wenn ein Steak ist. Nein, zähes Schnitzel.
Ist schon echt interessant, dass es bei gewissen Sachen immer wieder was gibt, was noch viel, viel schlimmer ist als das Vorhergehende. Da bist du froh, dass du es irgendwann geschafft hast. Und dann kommt kurz darauf noch was viel Schlimmeres und du denkst, das kann nicht sein. Kann man denn noch schlimmere Sachen machen? Das ist schon irgendwie speziell. Ich kann nur den erstmal einsperren, so eine Scheiße. Der muss schon hierher, das geht. Ah! Scheiße. Oh.